willkommen zu dieser Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind nach diesem ganz besonderen Wochenende. Ein Wochenende, von dem viele Spitzenpolitiker, die hier in dieser Sendung regelmäßig ein- und ausgehen, die sagten, na, der Wahlkampf war zwar langweilig, aber nach dem 24. da wird es richtig spannend. Und genau das ist passiert. Und deshalb ist heute unter anderem eine Frau bei uns zu Gast, die als Parteichefin der Linken eigentlich Grund hat, sehr zufrieden zu sein, weil sie und ihre Leute immerhin das zweitbeste Ergebnis überhaupt bei einer Bundestagswahl erreicht haben. Und trotzdem sind sie plötzlich nur noch die fünftstärkste Kraft, denn die Linke wurde rechts überholt. Und zwar buchstäblich. Und die große Frage ist, wer hat diese Reisegruppe angeführt? War die Reiseleiterin wirklich Angela Merkel, wie jetzt manche behaupten? Und was hat sie erlebt in diesen unglaublich harten letzten Monaten? Das fragen wir Katja Kipping, die Chefin von der Linkspartei. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, dann ein Mann. Dann ein Mann bei uns zu Gast, der bei seinem letzten Besuch hier in der Sendung den wirklich demütigen Satz sprach, ich zitiere, der Weltfrieden zwingt mich dazu, mich jetzt in Berlin zu betätigen und Finanzminister zu werden. Übrigens derselbe Mann, der bei anderer Gelegenheit sagte, man könne allein schon deshalb nicht mit den Grünen zusammenarbeiten, weil sie einfach so wahnsinnig überheblich seien. Wie schön also, dass es genau darauf jetzt hinausläuft, Jamaika, und das auch noch mit der CSU. Und die Frage ist, geht das überhaupt? Tausche Obergrenze gegen freies Kiffen oder so. Fragen über Fragen also an einen Mann, der unglaublich strapaziöse 4 Jahre hinter sich hat. Herzlich willkommen, Wolfgang Kubicki. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und die große Frage ist, was wird jetzt aus der SPD? Er ist der Mann, dem Sigmar Gabriel an einem Sonntagnachmittag, im Januar muss es gewesen sein, in der Küche seines Hauses oder vielleicht auch im Wohnzimmer in Goslar das anvertraute, was er sonst keinem erzählte, nämlich, dass er selbst auf die Kanzlerkandidatur verzichten und stattdessen den Weg freimachen würde für Martin Schulz. Das war ein echter Scoop damals, diese Titelstory, oder wie man in seinem Fall formulieren muss, eine Eins mit Sternchen. Nach diesem Wochenende sagt dieser Mann, dass Martin Schulz nach dieser Niederlage nicht den Mut hat, die Konsequenzen zu ziehen. Das ist ein echter Paradigmenwechsel. Wie meint er das? Herzlich willkommen dem Chefredakteur des Stern, Christian Krug. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und noch einer. Und noch einer heute bei uns, der als ausgewiesener Kenner der Berliner Polizszene gilt, der Mann, der zum Beispiel Cicero mitgegründet hat und der sagt, so unübersichtlich wie im Moment waren die Dinge nach einer Bundestagswahl noch nie. Er nennt Andrea Nahles die Trümmerfrau der SPD, was gar nicht abwertend gemeint ist, sondern eher im Gegenteil. Reparaturen aller Art sind jetzt gefragt bei den Sozialdemokraten, von denen er sagt, die ersten schimpfen jetzt schon heimlich über Schulz, der Nahles so schnell zur Fraktionschefin gemacht hat, und sagen, da reißt einer im Fallen noch die Tischdecke der SPD mit runter. Und die große Frage ist, warum tut Schulz das? Er sagt, Rache. Und zwar Rache an Sigmar Gabriel. Und wir alle wissen, sagt Joschka Fischer, Rache wird kalt serviert. Herzlich willkommen, Wolfram Weimar. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Interessant. Rache an Sigmar Gabriel. Ja, und dann ein Mann bei uns, der über Politiker hier in der Sendung mal den schönen Satz geprägt hat, man muss sie behandeln wie rohe Eier, man haut sie am besten in die Pfanne. Er hat sich immer schon eine politische Meinung geleistet und er hat, ein wirklich unvergessener Moment für mich hier in der Sendung, hier mal erzählt, wie er versuchte, aus einem fahrenden Zug heraus Walter Ulbricht zu erschießen. Keine Sorge, Frau Kipping, war damals nicht ernst gemeint, jetzt aber meint er was ernst und legt eine Biografie vor, die zweite schon. Das heißt, dass die erste offenbar nicht ganz vollständig war. Ein Komiker macht ernst. Der Autor Tim Pröse hat ihn dafür viele Male besucht. Und ich erwähne das nur deshalb, weil das wirklich gelungen ist, was die beiden da auf die Beine gestellt haben. Nur ein Satz daraus, mitten in der schönsten Gesellschaft, wenn einem die Wogen der Anerkennung entgegenklatschen, kann es manchmal passieren, dass ich dennoch tief traurig bin. Herzlich willkommen, Dieter Hallervorden. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Dieter. Ganz anderer Hallervorden, den wir da heute kennenlernen werden. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie alle da sind. Was für
Was für ein Wochenende. Und die erste Frage muss an Wolfgang Kubicki gehen. Hatten Sie genügend Zeit zum Feiern, Herr Kubicki? Wie war's? Ja, ausreichend. Nach 23 Uhr allerdings erst. Vorher war ich in verschiedenen Sendungen, habe verschiedene Interviews gegeben, habe mit Freunden unterhalten. Man wundert sich ja, was man nach einem Wahlerfolg für Freunde wieder trifft. Hat man dann mehr Freunde, ja? Deutlich. Also man hat auch Freunde, die kannte man vorher noch gar nicht. Ja. Aber unabhängig davon. Das heißt, Sie waren vor 4 Jahren sehr einsam, ja? Vor 4 Jahren waren wir sehr einsam, Christian Lindner und ich. Und wir haben uns, das ist das Schöne einfach an der Geschichte, am gleichen Ort zur gleichen Zeit wieder getroffen wie vor 4 Jahren. Damals hatten wir uns in die Hand versprochen, das machen wir und trinken eine schöne Flasche Wein. Das ist uns auch gelungen und bei mir ging es dann noch ein bisschen länger weiter. Das heißt, Christian Lindner ist früher ins Bett und Sie haben weitergemacht? Mit dem Wein? Ja, bei mir ging es einfach nur ein bisschen länger. Was die Feierei angeht, Berlin ist ja für jemanden, der aus der Provinz kommt, eine riesengroße Stadt, die viele Möglichkeiten bietet. Und davon habe ich Gebrauch gemacht. Und Sie sind ja so ein Provinzler, ja? So ein, ja, natürlich. Also ich empfehle wirklich... Diese Provinzler-Melodie spielt ja hier immer in der Sendung. Nein, ich empfehle wirklich allen anderen Städten auch darüber nachzudenken, ob man nicht rund um die Uhr auch Gaststätten geöffnet haben kann. Das trägt zur Erheiterung bei und auch zur Tatsache, dass Menschen die Stadt einfach auch besuchen. Also es muss ja nicht nur Berlin sein, vielleicht Hamburg oder Kiel auch. Da müssen wir mal nachdenken. Ja, oder München oder Lübeck oder Essen oder Münster oder egal. Wo auch immer. Bevor jetzt wieder Briefe kommen, einfach nur deswegen. Ja. So, gut, da muss ich sagen, Braunschweig auch. Braunschweig, ja, wo Sie geboren sind, ja. Oder Dresden, wo Frau Kipping geboren ist, war auch sehr, sehr sehenswerte Stadt. So, und dann ist man in bester Feierlaune. Lass uns mal mitten rein, Herr Kubicki. Und dann versaut einem Martin Schulz mit der GroKo-Absage direkt den schönen Abend. Ja, mir eigentlich nicht. Sie waren sauer, waren Sie? Ja, ich finde es bedauerlich, weil ich glaube, dass der Vorsitzende einer Volkspartei der Kanzler werden wollte. Und gleichzeitig erklärt, dann nach so einer Wahlniederlage erklärt, er geht in die Opposition, damit dokumentiert, dass er kein Kanzlerformat hat. Wenn Martin Schulz nicht glaubt, dass seine Koalitionsverhandlungen so stark wäre, dass die SPD damit auch punkten könnte, dann hat er die Kanzlerschaft tatsächlich auch nicht verdient. Ich finde es bedauerlich, weil es unser Land, unseren demokratischen Gemeinwesen in eine Situation bringt, die so nicht vorgesehen ist. Nervt Sie die Tatsache, dass er es gesagt hat oder der Zeitpunkt, zu dem er es gesagt hat? Der Zeitpunkt. Wenn man feststellt in Verhandlungen, man kommt nicht weiter, dann ist der Zeitpunkt dazu sagen, es geht nicht mehr transparent. Aber nach einem Wahlergebnis, das ja erwartbar war nach den letzten Wochen, zu erklären, wir gehen in die Opposition, das können Splitterparteien machen wie die Linken oder die AfD, keine Volksparteien, die eine Verantwortung haben. Was ist da der Unterschied? Wissen Sie so mehr? So viel mehr Prozente haben Sie jetzt auch nicht. Ne? Ein Drittel ungefähr. Na ja. Es kommt immer auf die Grundmasse an. Ja, plötzlich sind 2% mehr schon ein Drittel. Ja, das geht ganz schnell heutzutage. Ja, muss man aufpassen. Frau Kipping, darf ich Sie einmal fragen an dem Punkt? Wie fanden Sie das denn, diese Ansage von Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und auch von Martin Schulz? Direkt um 18 Uhr. Ich fand das einen spannenden Move. Ich meine, als Martin Schulz nominiert wurde, da hatte er ja auch so einen Schnellstart nach oben. Und es ging dann ganz schnell auch wieder nach unten. Mhm. Und jetzt wissen wir nicht, ob auf diese sehr entschiedene Ansage, man geht in die Opposition, man will jetzt, sage ich mal, mehr die Kontroverse zwischen Mitte-Links und Konservativen befeuern, ob darauf dann auch wirklich ein Politikwechsel oder ein Kurswechsel bei der SPD folgt oder ob das jetzt nur ein schnelles Manöver ist, auch um Personaldebatten zu vermeiden. Das ist alles offen. Ich würde mal sagen, wenn er das Gleiche wiederholt, was er nach seiner Nominierung gemacht hat, wird es ihm nicht nützen. Also mal schnell starten, ein bisschen Eindruck schicken, aber danach keine Substanz nachliefern. Aber trotzdem noch mal die Frage, also wenn Sie als Splitterpartei, wie wir gerade gehört haben, also Ihnen würde Herr Kubicki das durchgehen lassen, aber grundsätzlich, wie finden Sie das jetzt auch einfach für die Demokratie? Ich muss als allererstes diesen subcharmanten sozusagen Seitenhieb klar zurückweisen, weil ich meine, wir sind eine Partei, die jetzt wirklich auch bewiesen hat, dass sie eine bundesweite Kraft ist. Wir haben sogar im konservativen Süden gute Ergebnisse, über 5% eingeholt, und bei den unter 35-Jährigen haben wir 11%, also wir sind eine gesamtdeutsche Partei mit guten Zukunftsaussichten. So würde ich uns beschreiben. Man muss aber dazu schon sagen, dass Rückhalt doch in den sogenannten neuen deutschen Bundesländern sehr stark ist. Da, wo sie herkommen ursprünglich, da sind sie am stärksten. Das stimmt, aber wir haben jetzt auch in Hamburg sogar 2 Abgeordnete. Ja. Also wie gesagt, wir... Das Schöne ist, dass heute Dienstag ist und der Wahlkampf schon seit 2 Tagen vorbei. Das ist das Gute an diesem Abend. Aber ich freue mich für Sie, dass das gut gelaufen ist, weil ich auch weiß, und das spürt man wirklich auch in diesen Gesprächen, Sie kennen das auch, die beiden Journalisten in der Runde, unter welchem unfassbaren Druck diese Leute monatelang stehen, wenn dieser Irrsinn plötzlich losgeht. Vielleicht können wir nachher noch mal einen Satz darüber verlieren. Also ich habe auch gefeiert. Ich hatte aber auch schon harte Verhandlungen dann an dem Abend mit dem Dieter. Das
das war vielleicht, so habe ich gedacht, so wird es ihn dann in den Koalitionsverhandlungen gehen. Ich musste sozusagen mit ihm verhandeln, dass er wenigstens 50% meiner Musikwünsche spielt. Ja, das waren echt harte Verhandlungen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass Jürgen Trittin oder Angela Merkel zu DJs sozusagen mutieren. Nee, aber Jürgen Trittin ist doch mal bekannt geworden als DJ Dosenpfand. Und der steht bei Ihnen bald vor der Tür. Das ist so. Ich sehe das nicht völliger. Mit völliger Ruhe und Gelassenheit. Sie wissen, wir haben seit einigen Monaten in Schleswig-Holstein Jamaika. Wir haben die coole Lässigkeit jetzt zum Programm erhoben. Also das sehen wir in aller Ruhe. In aller Ruhe. Haben Sie eben coole Lässigkeit gesagt? Kiffen Sie jetzt auch? Nein. Nein, das überlasse ich den Grünen. Ich dürfte jetzt, aber ich mache es nicht. Okay, gut. War nur ein Scherz. Frau Kipping sprach gerade davon, Christian Krug. Blitzschnell gestartet damals, Martin Schulz. Sie waren derjenige, der maßgeblich daran beteiligt war, dass das so stattgefunden hat. Wie fanden Sie diese Geschichte, diese Ansage? Punkt 18 Uhr kommt direkt nach diesem desaströsen, der Prognose war es zu dem Zeitpunkt noch, kommt direkt, wir gehen in die Opposition. Knallhart, ohne Wenn und Aber. Ich fand es bezeichnend, dass er es noch nicht mal selber gemacht hat, sondern Frau Schwesig vorgeschickt hat. Ich meine, das stimmt, der andere war Oppermann, ne? Und der andere war der Fraktionschef, ne? Das war Oppermann. Also es fand parallel statt sozusagen. Es fand parallel statt und so. Und ich hätte das schon erwartet, dass er das selber verkündet. Nun gut, ich hätte auch erwartet, dass er vielleicht an dem Abend schon die Konsequenzen zieht aus dieser krachenden Niederlage. Aber auch das ist vielleicht zu viel verlangt. Er hat gedrängt und das hat man ihm dann in der SPD nicht durchgehen lassen. Welche Konsequenz, Herr Krug? Meinen Sie wirklich Rücktritt? So wie Peer Steinbrück damals? Auch das muss man ja mindestens erwägen in so einer Situation. Und offen im Präsidium zur Frage stellen. Und es war ja schon um 18 Uhr völlig klar, dass das anscheinend überhaupt keine Alternative ist. Das fand ich auch sehr schnell. Also sowohl die Entscheidung, an keiner Koalitionsverhandlungen teilzunehmen und dazu nicht zur Verfügung stehen, wie auch das Amt zu behalten. Das waren ja sehr schnelle Entscheidungen. Und ich glaube, auch in den nächsten Wochen wird man da noch einiges überdenken, ob das so ein smarter Move war. Mhm. Sie haben in dem Zusammenhang übrigens gesagt, dieser Kanzlerkandidat war nie ein wirklicher Kanzlerkandidat. Wie ist das gemeint? Die ersten zwei Wochen liefen ja ganz gut und anscheinend hatte man ja große Hoffnung, dass da jemand auch als Gegenspieler zur Kanzlerin sich aufbaut und aufschwingt. Und im Endeffekt hat es sein Nichterscheinen rund um die NRW-Wahl hat ihm im Endeffekt, glaube ich, am meisten gekostet. Mhm. Man sah auch, da ging es in den Umfragen deutlich runter. Und da war es irgendwie um ihn geschehen. Die Partei hatte nicht mehr das Gefühl, er ist wirklich das Zugpferd. Er kann auch wirklich etwas bewegen. Er kann noch mal höhere Prozente als 23, 24 erreichen. Und dann am Ende ist es ja immer so, the winner takes it all. Wenn du erstmal dich nach unten bewegst, dann beschleunigt sich das, wenn der Kandidat nicht wirklich jemand ist, dem die Wähler auch vertrauen. Und die Partei wendete sich ja auch zunehmend von ihm ab. Alle Gespräche im Hintergrund, die man dann führte, waren doch auch schon eigentlich Abgesänge und vorausahnend, dass dieses Ergebnis so ähnlich kommen wird. Und dann kommt auch die mediale Spirale dazu und irgendwann bist du einfach auf verlorenem Posten unterwegs. Bevor wir gleich weiterreden, weil es gerade gut passt, schauen wir uns einmal an, wie sehr da jemand dann auch an dem Abend dann tatsächlich in der sogenannten Elefantenrunde die Nerven verloren hat. Wir leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir. Und deshalb appelliere ich daran, dass jeder auch seine Verantwortung so weit weiter wahrnimmt. Ich habe da aber auch gar keinen Zweifel dran. Also, Frau Merkel, Minderheitsregierung haben Sie jetzt nicht beantwortet. Kommt für Sie nicht in Frage. Das ist ein starkes Stück, was Sie hier sagen, Frau Merkel. Muss ich Ihnen sagen? Jetzt habe ich zwei Fragen. Also erstens vielleicht. Also dieser Appell an die Verantwortung. Gestatten Sie mir bitte einen klaren Satz. Ich habe an meinem ersten Amtstag als Vorsitzender der SPD Sie angerufen und habe Ihnen gesagt, Frau Merkel, bis zum Ende dieser Regierung. Und das ist, selbst wenn Sie Geschäftsführerin bis zum Ende in Amt ist, können Sie sich auf uns verlassen. Das wiederhole ich auch nicht. Kein Tag mehr, denn diese Regierung ist abgewählt. Und Sie sind die stärkste Verliererin in dieser Abwahl. Also man wünscht Herrn Schulz noch mehr Redezeit, damit er sich weiter um Kopf und Kragen reden kann. Wie hier auch gerade. Ich glaube, irgendeiner, Dieter oder, sagt dir gerade Schröder 2.0. Ja. Damals ging der ja halbtrunken in die Elefanten. Das stimmt nicht.
volltrunken. Ne? Wissen Sie, volltrunken? Vielleicht war er nur viertelrunken. Nein, 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 nein. Vielleicht war er auch nur unfokussiert oder beschwipst. Westerwelle sagte damals noch, was haben Sie denn genommen? Ich weiß. Na, jedenfalls, es war ein... Wir müssen mit dem Gerücht mal aufräumen. Ich habe Franz Müntefering dazu gelöchert. Und es war ein großartiger Moment, auch eine Sternstunde in dieser Sendung. Franz Müntefering sagte auf die Frage, war Gerd Schröder damals betrunken, den wunderbaren Satz, nein, er war stocknüchtern. Ja, jedenfalls erinnert dieser Auftritt an den von damals. Er hat offenbar diese emotionale Niederlage ganz schwer verkraftet und hat sich eigentlich daneben benommen. Nicht nur in dieser Situation, sondern auch strategisch. Normalerweise müsste ein SPD-Vorsitzender zurücktreten. Also für mich steht da gar keine Frage. Das ist wie, wenn Sie als Trainer einer Bundesligamannschaft von der Champions League in die dritte Liga absteigen, treten Sie zurück. Sie übernehmen Verantwortung, Sie erklären offen, was passiert ist und das war's. Mhm. Martin Schulz macht das Gegenteil. Er spielt offensive Machtspielchen, er versucht noch Personalrochaden zu dirigieren und er zwängt seine Partei in eine Rolle, die der Partei eigentlich schadet. Nämlich zu einer Nichtregierungsorganisation, als sei die SPD sowas wie das Greenpeace der deutschen Politik. Also dass 9,5 Millionen Menschen, die SPD gewählt haben, das finde ich halt auch, mit einem Strich gesagt bekommen, übrigens, das zählt jetzt nicht, was ihr wolltet und was wir wollten. Wir müssen uns jetzt erstmal selber finden. Das mag vielleicht auf die Person Martin Schulz zutreffen, aber das kann doch unmöglich auf die SPD zutreffen. Und da finde ich, gilt auch der alte Spruch von Gerhard Schröder, der war ja manchmal exaltiert, ja, aber der hat doch am Ende immer gesagt, erst das Land, dann die Partei. Und es kann jetzt nicht sein, dass es auf einmal umgekehrt ist. Deswegen bin ich bei Herrn Krug. Ich glaube, in der SPD wird die Debatte noch losgehen, ob das so klug war zu sagen, wir machen jetzt gar nicht mit, wie so eine enttäuschte Liebhaberin, wir sind ganz draußen. Aber wenn Sie das so andeuten, Katja Kipping. Naja, also wir haben ja schon, finde ich, eine gesellschaftliche Situation mit einer Zäsur. Also wenn eine Partei, die so enge Kontakte zu Neonazis hat, wie die AfD, so stark ist. Da muss man vielleicht mal alle bisherigen Rituale, die wir so kennen und das übliche parteipolitische Süppchen, was dann immer jeder kocht, überdenken. Und alle reden jetzt schon so sicher davon, dass Jamaika kommt. Kann passieren, ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Option, ja, aber ich finde, in trockenen Tüchern ist das nicht. Also in so einer Situation muss man ja noch mal überdenken, ob nicht vielleicht auch noch mal ein ganz anderes Modell in Frage kommt. Und ich hatte so gedacht, na ja, vielleicht welche, ist auch, welches, nee, das ist nicht, nein. Aber die Frage zum Beispiel, wenn das fortschrittliche Lager zum ersten Mal seit 1990 wieder zusammen unter 40% ist, ob man da nicht sagt, die müssen sich neu formieren und neu aufstellen und müssen in einer Opposition für soziale und ökologische Gerechtigkeit Druck machen und dann sozusagen auch auf eine Regierung, weil diese Regierung unter Angela Merkel wird die schwächste Regierung jemals sein, die Angela Merkel angeführt hat, und dann sozusagen als eine sozusagen sozial-ökologische Opposition zusammen Druck auf diese Regierung Merkel, und zur Not muss das halt auch eine Minderheitenregierung sein. Auch das ist eine Option, die gegenwärtig nicht ausgeschlossen ist. Aber, also ich finde, wir müssen gegenwärtig mal ganz neue Optionen durchspielen, weil ich meine, also die Option wenn wäre die Minderheitenregierung, die Minderheitenregierung, ja? Aus Schwarz-Gelb oder was stellen Sie sich da? Das ist die Aufgabe von Angela Merkel, da ja, will ich mir jetzt nicht Gedanken drum machen, aber ich würde immer nur sagen, was meine Partei macht, natürlich Druck für sozial- und ökologische Gerechtigkeit aus der Opposition heraus. Ja. Auch mit dem Ziel, mal so ein bisschen der gesellschaftlichen Fantasie Futter zu geben. Das muss nicht immer so weitergehen, wie das jetzt Merkel gemacht hat mit diesem Durchwurschteln oder was dann als spannende sozusagen Formelkompromiss bei Jamaika rauskommt, sondern es gibt da eine wirkliche Alternative. Ich finde, das ist auch die einzige Chance, um die ganz Rechten klein zu halten, ihnen deutlich zu machen, es gibt eine realistische, glaubwürdige soziale Machtalternative zu Angela Merkel, und zwar links von denen. Das ist ein interessanter Gedanke. Nur ganz kurz, ich muss einmal Wolfgang Kubicki fragen, weil das eine News wäre. Würden Sie das mitmachen? Eine Minderheitenregierung, Schwarz-Gelb. Also wir sind eine der stärksten Industrienationen der Welt. Wir haben Probleme um uns herum mit Russland, mit der Türkei, mit den Amerikanern, mit den Briten. Wir wollen Europa zusammenhalten. Dann sollten wir uns nicht auf Experimente wie eine Minderheitenregierung einlassen, die unter Umständen von den Linken geduldet werden soll. Das wird es mit uns nicht geben. Ist doch albern, sowas zu formulieren. Das mag theoretisch für Sie in Dresden interessant sein bei Gesprächen am Stammtisch. Aber ein Land wie Deutschland auf die Art und Weise regieren zu wollen, ist abenteuerlich. Wird es mit der FDP nicht gehen, kann ich sagen. Es ist ja auch nicht alles zu Ende gedacht. Genau. Man könnte sich auch sagen, die Alternative wäre, die Angela Merkel bildet eine Regierung mit SPD und Grünen und schickt die CSU in die Opposition. Was? Das ist ja gerade...
Das ist ja gerade ein denkbares Szenario, weil wir gerade vorhin so kraftvoll den Rücktritt von Martin Schulz hier fordern am Stammtisch, am Televisiven. Kann ich noch mal sagen, also ich wehre mich dagegen, dass alles auf Martin Schulz abgeladen wurde. Ich kann mir dann wieder Stern, den gefeiert hat, wenn es gut ist, großer Titel, nicht, toller Mann. Das Problem ist, dass die SPD eine Kampagne gehabt hat, die auf die Lebenswirklichkeit nicht getroffen hat. Ich kann auch nicht sagen, Deutschland ist ungerecht geworden, wenn ich 15 Jahre mitregiert habe in diesem Land. Ich kann nicht sagen, Nordrhein-Westfalen sind die Kinder alle arm, wenn die 50 Jahre da regiert haben. Dann muss man sagen, dann dürfen die nicht weiter regieren. Das war die Konsequenz. Und das konnte Schulz als Person nicht auffangen, obwohl er doch hätte sagen können, guckt mal meinen Lebensweg an. Dieses Land garantiert jedem, der es will, mit den Möglichkeiten, die wir haben, alles. Man kann sogar kannst du Kandidat der SPD werden. Ja. Nein, und Schulz hat ja auch einen anständigen Wahlkampf gespielt. Er ist auch ein integrer Mann. Mir geht es nicht um die Person. Ich finde nur, wenn so etwas passiert, dass du deine Volkspartei zerlegst, und das ist ein historisches Desaster, was die SPD erlebt hat, und du hast die Verantwortung dafür, dann solltest du sie auch tragen. Aber der ist doch nicht alleine. Da muss der ganze Vorstand zurücktreten. Was denn sonst? Das mag ja sein, aber es ist ja gar keiner zurückgetreten. Stattdessen werden Machtspielchen gemacht. Und das auch noch zum Schaden der Nation. Denn Herr Kubicki hat ja recht, wir brauchen eine stabile Regierung. Wir können jetzt nicht in dieser Lage Experimente wagen oder vielleicht Zwischenregierungen machen. Wir brauchen eine stabile Regierung. Und da ist die SPD jetzt erstmal in der Pflicht, auch zu sagen, ja gut, 9,5 Millionen Menschen wollen dieses Programm, was wir vertreten. Sie könnten davon ja eine ganze Menge umsetzen. Dann aber zu konnten tun, Sie ja auch in der Vergangenheit, ne? Ja, konnten Sie, waren sehr erfolgreich in der letzten 4 Jahre. Warum dann einfach sagen, ach nö, jetzt mag ich nicht mehr. Und ich weiß, dass führende Politiker in der SPD das genauso sehen. Die sind überhaupt nicht einverstanden. Also Sigmar Gabriel hat mich das Gefühl, ist sehr gerne Außenminister gerade. Ja, es geht nicht nur um, ob Sie gerne Minister sind, sondern Sie halten es auch für falsch. Nein, das meine ich damit, der macht das auch gut. Ich meine, das ist ein Mann, der repräsentiert Deutschland in der Welt gut. Andrea Nahles hat auch ihre Rolle als Sozialministerin sehr gut gespielt. Ja, das meine ich. Aber die SPD vom Feld zu nehmen, ich glaube, das wird nicht halten. Und deswegen ist die Erinnerung an 2005 ganz gut, weil damals hat der Gerhard Schröder auch gesagt, Frau Merkel, die SPD wird nie mit Ihnen in eine Regierung gehen. Das können Sie sich abschminken. Das war die legendäre Situation. Und nach 4 Wochen Lockerungsübungen und wo in der SPD dann klar wurde, was wir denn jetzt hier eigentlich anstellen, drehte sich das Blatt. Und ich vermute, das wird diesmal ähnlich sein. Es sei denn, Herr Kubicki bringt Jamaika über die Bühne. Halten Sie... Also Sie glauben, Herr Weimar, dass... Das war der Applaus jetzt für Jamaika. Es war noch ein bisschen verhalten, aber es kommt, glaube ich. Also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit... Ja, aber das ist eine interessante These. Sie glauben, dass die SPD da noch mal umfällt? Dann ist ja die Glaubwürdigkeit endgültig dahin. Wenn du nach der Ansage wieder kommst und sagst, machen wir trotzdem. Ja, stellen wir uns mal vor, die verhandeln das sozusagen auseinander und man merkt, das findet sich nicht. Jamaika jetzt. Jamaika. Ja. Und wir haben keine stabile Regierung. Dann wird doch die SPD, wenn das Vaterland sozusagen ruft und wenn wir wirklich eine stabile Regierung brauchen, nicht einfach sagen können, ach nee, und wir sind immer noch so ein bisschen beleidigt, weil wir zu wenig Stimmen bekommen haben. Dann mit oder ohne Martin Schulz? Na, ohne Martin Schulz natürlich, das ist ja völlig klar. Weiß ich glaube, die Wahrscheinlichkeit nur im Moment liegt eher bei 50%, dass Jamaika kommt. Aber 30% würde ich veranschlagen, dass wir eine große Koalition noch kriegen. Mhm. Und die restlichen 20 sind holländisches Modell. Wir haben lange, lange gar keine richtige Regierung. Wer macht es dann für Martin Schulz? Die Personaldecke ist ja relativ dünn, wenn man schon von alles ausholt. Also man kann sich natürlich vorstellen, dass Olaf Scholz der Nachfolger wird von Martin Schulz. Man wird es ja sehen. Ich habe mich auch sehr gewundert, vor allen Dingen auf diese schnelle Absage. Denn im Spätsommer hörte ich aus den SPD-Kreisen immer, es ginge ja um die Republik, es geht um so viel mehr, es geht gegen rechts und so. Und nun plötzlich quasi die Prognose war noch nicht zu Ende erzählt im Fernsehen. Da ging es plötzlich nicht mehr darum, da ging es nur noch um die Partei. Und das war das Wundenlecken, hatte schon begonnen. Das fand ich alles überhastet, verfrüht und eben völlig verantwortungslos. Ja. Mich erinnert das auch an 2009. Da hatte Steinmeier ja auch deutlich verloren als Kanzlerkandidat. Und er nutzte diese Schockstarre in der SPD. Dieses Momentum, ja. Diese paar Stunden, um zu sagen, okay, jetzt gehen wir in die Opposition. Ich bin bereit, euer Fraktionschef zu werden. Das wollten die eigentlich gar nicht so unbedingt. Aber wenn er es nun schon gesagt hat, in dem Moment, und es kam dann auch so. Und Schulz versucht den gleichen Trick, die Schockstarre der SPD zu nutzen, sie festzulegen auf eine Opposition und seine Personalien durchzubringen. Und ich glaube, das wird nicht lange währen. Ich würde mal wetten, dass wir im nächsten Jahr keinen Parteivorsitzenden Martin Schulz mehr haben bei der SPD. Also
Es mag alles sein, es ist ja auch immer total spannend, es hat sowas von Soap-Opera, wer dann so eine Partei an der Spitze ist. Ich finde ja spannender die Frage, was jetzt in diesem Land passieren muss, weil dass es einfach so weitergeht. Reformen, sage ich. Das ist sozusagen wäre verantwortungslos. Also ich meine, wir haben ja schon eine Entwicklung in diesem Land und den Aufmarsch und den Aufwind, den die ganz Rechten haben. Das ist ja was, was uns nicht kalt lassen kann. Und kannst du sagen, wir machen weiter mit einer Politik der sozialen Verunsicherung. Und wenn wir auf die Parteienlandschaft schauen, würde ich jetzt noch so aus meiner Sicht sagen, also entweder es kommt zu Jamaika, das wird nur zu dem Preis gehen, dass die Grünen ihre Kernversprechen aufgeben, dann wird es die Grünen zerlegen, oder Jamaika kommt nicht zustande, dann trifft womöglich das, was Sie prognostiziert haben, ein, dann wird aber die SPD noch weiter nach unten gehen, weil das ist ja das Ergebnis von großer Koalition mit Angela Merkel, dass die SPD sozusagen noch kleiner wird. Also und das heißt auf jeden Fall für meine Partei, also ich meine, für die Gesellschaft ist das verheerend, für meine Partei, wenn man es ganz parteiegoistisch macht, heißt das, da wird auf jeden Fall noch größerer Platz frei und wir werden irgendwie die Rolle von Grünen oder SPD noch stärker übernehmen müssen. Ich meine, Wolfgang Kubicki weiß das doch im Grunde. Jeder, der im Grunde mit Angela Merkel eine Umarmung eingeht, merkt hinterher, es war ein Würgeversuch und der gelingt auch. Die haben uns noch nicht umarmt, Frau Merkel und ich. Ich glaube, an meiner Konstitution wird sie scheitern. Aber das ist nicht, momentan nicht das Problem. Also, ich finde solche Überlegungen relativ gut. Wer hat wo, was, Sie werden Schwierigkeiten bekommen als Linke, wenn die SPD in die Opposition geht und wieder eine sozialdemokratische Politik macht, dann werden Sie abgeschmolzen. Viele Wähler, die die AfD jetzt wählen, kommen von Ihnen. Sie müssen sich mal fragen, ob Sie eine Politik gemacht haben. Ja, natürlich, können wir bei den Wählerwandsbewegungen ja sehen. Können wir ja auch in Städten und Orten sehen, in Deutschlands Osten sehen. Da, wo Sie eigentlich hätten stark sein müssen, ist die AfD sehr stark geworden. Da müssen Sie sich mal fragen, ob Sie die richtige Ansprache noch haben. Ist aber momentan nicht mein Problem. Als wir in Schleswig-Holstein Jamaika verhandelt haben, hieß es auch, wird nicht funktionieren. Dann hatten wir lange Verhandlungen und wir hatten erst mal feststellen müssen, dass wir zwar die gleichen Begriffe benutzen, aber was Unterschiedes meinen. Wir haben erst mal Verständnis füreinander entwickeln müssen. Wir hatten eine eigene Geschichte und es hat sich herausgestellt, nach mehreren Wochen, dass es funktionieren kann, wenn man gemeinsame Projekte entwickelt und akzeptiert, dass keine der Parteien ihr Gesicht verlieren darf in dem Prozess einer Koalitionsbildung. Wir sind mittlerweile wirklich sehr erfolgreich in Schleswig-Holstein. Die Mehrheit der Bevölkerung findet das ganz toll. 84% der Unternehmer findet das toll. Wäre ja gar nicht denkbar gewesen früher. Und die Grünen finden das auch ganz toll, weil sie mit über 80% dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben. Das wird auf Bundesebene wesentlich länger dauern. Ich will nur eins sagen, wenn wir in Gespräche gehen, dann mit dem ernsthaften Willen daraus was Vernünftiges zu machen und nicht parteipolitisch sozusagen Gesicht zu wahren, um dann mehr bei der nächsten Wahl zu bekommen. Dieses Land hat es verdient, wirklich vernünftig reformerisch regiert zu werden, besser als die letzten 4 Jahre. Das heißt, Herr Kubicki, Sie haben... Sie haben... Herr Lanz, zu dem Vorwurf würde ich gerne was sagen. Also das Schöne an Zahlen ist ja, dass sie unbestechlich sind. Und wir haben ja gesehen, was sind die Quellen der AfD. Sie haben jetzt den Eindruck erweckt, dass das Ganze, dass die quasi alle von uns kommen. Wenn man sich, nein, ich möchte jetzt auch ausreden, die meisten kommen von den Nichtwählern, von den Parteien kommen die meisten von der CDU. Dann die SPD und nur 6% ehemaliger Linksparteiwähler sind rüber zur AfD gegangen. Ja, jeder ist einer zu viel, das ist vollkommen klar. Aber wecken Sie nicht den Eindruck jetzt, dass die Quelle quasi von uns kommt. Wir wollen uns heute auch nicht ewig mit der AfD aufhalten, weil auch keiner anwesend ist. Ja, aber wenn sozusagen, Sie haben ja da so einen Eindruck. Man muss auch mal der Vollständigkeit halber dazu sagen, Sie waren dafür im Westen. Zum Beispiel in einer Großstadt wie in Hamburg waren Sie ausnehmend erfolgreich. Ich finde nur einen Punkt wichtig, wenn wir Ursachenanalysen betreiben. Ich komme ja nur aus Sachsen und ich meine, ich habe sozusagen in waren Plattenbauten, ich war auf Marktplätzen im Ostsachsenraum und habe sozusagen so richtig direkt im Gespräch all das mitbekommen. Und ich kann Ihnen sagen, was die stark gemacht hat. In Sachsen haben wir eine CDU, die in ganz besonderer Art und Weise über Jahre hinweg braune Strukturen verharmlost hat, mit der AfD auf Kumpanei gesetzt hat und die Deutungsmuster der Rechtspopulisten übernommen hat. Und just in Sachsen ist die AfD besonders stark geworden. Das heißt, die Lehre aus Sachsen lautet ganz klar, wenn man anfängt, denen nach dem Munde zu quatschen, werden sie stark. Und deswegen ist das beste Mittel gegen Rechtsaußen immer noch nicht selber zu Rechtsaußen zu werden. Um das Thema einmal kurz aufzumachen, Ist das, was Frau Kipping gerade beschreibt, Herr Weimer, ist das die Analogie zu Bayern?
Nein. Also die Bayern haben von vornherein erkannt, dass das kein Problem die Migrationskrise war und haben dagegen gewettert und sind dann ein knappes Jahr vor der Bundestagswahl sind sie hinter die Kanzlerin eingeschert. Das war nicht besonders glaubwürdig, deswegen sind die Wahlergebnisse in Bayern auch schlecht. Und das wird auch bei den Koalitionsverhandlungen für Jamaika eine Rolle spielen. Ich glaube, dass das größte Problem bei Jamaika gar nicht FDP und Grüne ist. Man denkt ja immer, also die beiden, das wird ganz schwierig. Also die Vorstellung, Herr Kubicki gemeinsam mit Jürgen Trittin, das hat was. Ja, ich glaube, aber das ginge noch. Aber stellen Sie sich mal Trittin mit Söder vor. Da wird es eben interessant. Und ich glaube, die Diskrepanz zwischen den Grünen und der CSU, die ist viel größer. Und die CSU ist verwundet im Moment. Und sie hat im nächsten Jahr eine Landtagswahl. Genau. Und die Landtagswahl ist für die CSU viel wichtiger als die Bundestagswahl. Klar. Und deswegen deklinieren sie alles von dieser Wahl her. Und sie werden jetzt nach rechts rücken. Sie werden eine Law-and-Order-Politik einfordern. Und das wird bei den Koalitionsverhandlungen mit Jamaika natürlich wahnsinnig schwierig. Ich glaube, das kann trotzdem klappen. Und ich hielt es auch für Deutschland für ganz interessant und gut. Ich gehöre auch zu denen, die eine der vier Jamaika-Parteien gewählt haben. Und ich würde mir wünschen, dass das jetzt auch mal versucht CSU wird. War's nicht. Vier seid ihr doch. Also aber FDP, die CSU war's ja nicht. Grüne, CDU und CSU. Ihr versucht durchs Ausschlussverfahren sich ranzupassen. Und ich halte das auch deswegen für interessant, weil jede neue Koalition, die kommt, hat immer auch eine soziologische Wahrheit. Als Rot-Grün dran kam, das war die Regierung der 68er. Die waren dann mal dran. Jetzt ist es doch so, im bürgerlichen Milieu häufig, Papa und Mama wählen CDU, die Tochter, die Weltverbesserungstochter, wählt Grün. Der Sohn, der beim Start-up in der Digitalwirtschaft arbeitet, der findet jetzt die FDP cool. Und jetzt findet sich diese Familie nun wieder zusammen. Und Frau Kipping wartet die ganze Zeit, wer die Linke wählt. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Die unter 35-Jährigen, die Zukunft. So. Ja, die haben sehr viel FDP gewählt. Aber ich glaube, wenn es auch eine soziale Wahrheit in der Republik gibt, dass dort eine bürgerliche Mitte sich neu formiert, dann finden die auch Brücken. Die haben große Probleme mit der Migrationsfrage und mit dieser Klimapolitik. Also was die Grünen Klimapolitik nennen, Verbrennungsmotor verbieten, Kohlekraftwerke verbieten. Das wird schwierig in der Sache. Aber es gibt viele andere Felder, wo die auch gut miteinander können. Außenpolitik, Europapolitik, Gesellschaftspolitik. Da sehe ich jetzt keine größeren Probleme. Und wenn ich mir vorstelle, am Ende ist es eine Regierung, wo Özdemir Außenminister ist, warum nicht? Warum nicht? Das ist auch irgendwie eine wahnsinnig charmante Vorstellung, muss ich sagen, Christian Krug. Also ein türkischstämmiger Deutscher, Schwabe, Cem Özdemir, der dann auf Erdogan trifft, bei Staatsbürger. Der ihn mehrfach öffentlich auch beschimpft hat. Ja, genau. Und zwar unter Zuhilfenahme des Du. Stellen Sie sich mal die Konstellation für Joachim Herrmann, ein sehr guter Innenminister, wird bestimmt ein guter Bundesinnenminister. Und er würde natürlich ein guter Bundesjustizminister werden. Ja, er wird ja Finanzminister. Genau. Nee, das wird ja Christian Lindner. Aber jedenfalls die personelle Konstellation ist, wenn man das mal durchdenkt, nicht so, dass man das Kabinett zusammenstellen. Aber ich musste gerade lachen bei Özdemir und Erdogan. Ich bin ja auch ein Mensch mit einem polnischen Namen, also mit Migrationshintergrund. Und keiner käme auf die Idee zu sagen, ein Mann mit Migrationshintergrund Polen sollte jetzt vielleicht als Innenminister Ladendiebstähle bekämpfen. Also insofern, ich würde sagen, diese Klischees können wir uns jetzt sparen. Dass also die Herkunft von irgendjemandem. Das war kein Klischee. Das war kein Klischee. Nee. Cem Özdemir ist mehrfach von Recep Erdogan persönlich wirklich angefallen. Ja, natürlich. Also. Ja. Na, wer nicht? Ja gut, okay, so kann man es auch formulieren. Fall hat das natürlich, war das adressiert an die Deutsch-Türken. Das hat einen hohen politischen Faktor gehabt. Und wenn er Außenminister würde, wäre das natürlich eine brisante Konstellation. Hm. Ich glaube, ich will ja nur sagen, die personelle Konstellation in Jamaika ist durchaus vorstellbar. Viele sagen ja jetzt, Jamaika, das sei irgendwie, wie du willst, ein Buckelwal retten. Muss sie da aber digital und steuerfrei nach Deutschland bringen. An der Grenze steht ein CSU-Mann, lässt sie nicht rein, will aber eine Mautplakette auf die Flosse tun. Also so wird Jamaika. Schön. Das ist schon schwierig. Schön. Aber es könnte trotzdem klappen. Ja. Christian Krug, schätzen Sie auch so einen? Auch aber hat er irgendwelche Überlebenschancen, der Buckelwal? Ja, logisch. Der kommt ins See und Becken nach Schleswig-Holstein. So das fragen wir Cem Özdemir, wenn er beim nächsten Mal da ist. Schätzen Sie auch so einen? Dass das inhaltlich zusammengehen könnte tatsächlich? Ich bin davon überzeugt. Ja? Im Moment wird ja viel gesprochen, aber im Endeffekt wird man sich da zusammenraufen. Es ist eben auch der Wählerauftrag. Jeder, der die Grünen gewählt hat, konnte davon ausgehen, dass es im Endeffekt auf Jamaika zulaufen könnte. Das gilt genauso für die FDP wie für die CDU. Und deswegen ist es auch der Wählerauftrag, genau diese Mitte anscheinend zu finden. Und wenn man jetzt
Das werden harte Koalitionsverhandlungen sein. Die werden sich über Monate hinziehen. Aber wenn man jetzt schon von dem Scheitern ausgeht, das wäre auch ein weiteres Armutszeugnis. Ich frage nur, weil Sie sagen Wählerauftrag. Ich habe ja das Gefühl, dass die Deutschen mit dieser großen Koalition jetzt gar nicht so wahnsinnig unglücklich waren. Es waren auch nicht die unglücklichsten Jahre für dieses Land, die wir da erlebt haben. Ärgert Sie das, dass sich da jemand sozusagen dem Wählerauftrag einfach auf diese Art und Weise entzieht? Sie sind jetzt in der Verantwortung. Wenn Sie das jetzt nicht hinkriegen, bedeutet das automatisch Neuwahlen. Ich kann Sie tragen. War das der Grund, warum Sie am Sonntagabend so erregt waren? Nein, noch einmal, weil ich das unter demokratischen Gesichtspunkten einfach für unverantwortlich halte. Und weil ich will den Begriff nicht wiederholen, eigentlich ist es erbärmlich, wenn jemand sagt, ich könnte Kanzler, aber ein starker Mann in der neuen Koalition, der die Sachen diktiert, das kann ich nicht. Also jemand, der sagt, ich kann dieses Land führen, der kann in zwei Wochen eine neue Koalition führen, auch wenn der zweite Mann unter oder neben Angela Merkel ist. Die Frau hat tatsächlich auch sehr viel verloren, nicht nur an Reputation innerhalb Deutschlands, sondern auch an Wählerzustimmung. Und auch damit kann man doch umgehen, selbst wenn man als eigene Partei verloren hat. Wir haben früher Konstellationen gehabt, da sind die Parteien abgeschmolzen worden, haben trotzdem weitergemacht und daraus ist was Vernünftiges geworden. Es ist eine Flucht, aus der Verantwortung. Und das hätte ich der SPD nicht zugetraut und Martin Schulz auch nicht zugetraut. Wenn man am Ende eines Prozesses feststellt, es geht nicht, dann kann man das transparent dokumentieren und sagen, so ist es. Aber von vornherein zu sagen, nein, das ist so wie, meine Förmchen nehme ich mit, ich spiele nicht mehr in der Sandkiste. Sie haben sich bei Anne Will am Sonntagabend dazu geäußert. Wir hören noch mal kurz rein, es war sehr erkenntnisreich. Ich finde es verantwortungslos, was die Sozialdemokraten machen. Sie sagen, wir verabschieden uns jetzt und ihr müsst es jetzt machen. Ob wir es können oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die staatspolitische Verantwortung kommt zu uns. Denken Sie denn, dass Sie es nicht können, Herr Kubicki? Ja, also... Nee, ich weiß nicht. Sehr gute Frage, Herr Kubicki. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber zu sagen Grüne und Liberale müssen auf Bundesebene auf jeden Fall koalieren, damit Merkel Kanzlerin bleiben können, halte ich auch genauso für unverantwortlich. Wir haben ein Programm. Wir sind gewählt worden, mittlerweile von 10,5% der Menschen, die darauf vertrauen, dass wir das ernst meinen. Genau. Und das wird sich nicht wegwischen lassen dadurch, dass Angela Merkel Kanzlerin bleiben soll. Und Sie haben vor einer Woche war es sogar, haben Sie selber gesagt, Sie haben uns sowieso ständig im Wahlkampf gesagt, was Sie alles besser können. Sie haben vor einer Woche selbst gesagt, dass Sie bereit sind für Regierungsverantwortung. Jetzt wüsste ich gar nicht, wo Sie da ein Problem haben. Man hat fast das Gefühl, Ihnen geht heute Abend der Hintern auf Grundeis, dass es wirklich so kommen könnte. Also ich fand das einen sehr ehrlichen Moment. Wahlkampf sind die immer besser als vorher, ne? Der Wahlkampf hinterher war deutlich besser als vorher, definitiv. Ja. Das ist wahr. Nein, aber ich fand das einen ehrlichen Moment von Ihnen. Der ist fast untergegangen, so ein Satz wie, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, aber versuchen wir es jetzt mal. So kennt man sie gar nicht, aber ich fand das gut. Niemand von uns kann doch sagen, dass das wirklich besser kann. Ja. Aber wenn wir es nicht versuchen, dann verraten wir eigentlich unseren Auftrag. Warum treten wir an? Wir treten doch nicht an, um gewählt zu werden, irgendwo zu sitzen, sondern wir treten an, um was zu verändern, um was zu gestalten. Und dann noch einmal, ich bin sozialisiert als Sozialliberaler. Ich hatte immer eine Affinität auch zur Sozialdemokratie. Und auf dem Level, auf dem die gerade angekommen sind, weiß ich nicht mehr, ob ich meine Geschichte noch so schreiben würde, wie ich sie erlebt habe. Will ich wirklich sagen, ich bin enttäuscht von der Sozialdemokratie dieses Landes. Und die Sozialdemokraten, mit denen ich rede, die sind es auch. Weil sie genau sich das so nicht vorgestellt haben. Die Sozialdemokraten, mit denen Sie reden. Die Sozialdemokraten, mit denen ich rede. Viele Sozialdemokraten reden auch mit mir. Ja, ja, das ist... Alle reden doch gerne mit Ihnen. Ihr redet ja alle untereinander. Das ist ja auch gut so, dass alle Leute, untereinander... Wir haben eine Demokratie, die darin besteht, dass wir stabile Verhältnisse herstellen. Wir haben keine Spielwiese für ausgereifte Leute, die im Beruf nichts geworden sind. Das sage ich mal ganz, ganz deutlich. Es ist wirklich so. Wir haben viele Leute, die glauben, das sei ein Spiel, was wir hier treiben. Um uns herum können Kriege losbrechen, da haben wir eine Verantwortung. Ja. Wir kämpfen um den Erhalt des Euros. Wir müssen zusehen, dass unser Land zusammenbleibt. Dann ist es keine Spielwiese für Leute, die eigentlich zum Arzt müssen. Ja, wie siehst du das als jemand, der sehr lange Politik verfolgt, der für Helmut Schmidt, glaube ich, auch mal in die Schlacht gezogen ist, ne, vor langer Zeit? Ja. Wie kam es eigentlich dazu? Wir spielten damals als Kabaretttheater Die Wühlmäuse ein Programm, das hieß Der brave Demokrat Schmidt, wobei Schmidt eben nur für Schulze, Meier, Dingsbums stand und er dachte, es ginge um ihn. Das Programm war recht intelligent und es hat ihm so gut gefallen, dass er dann fragte, ob ich eventuell ihm bei seinem Wahlkampf helfen würde. Das habe ich auch sehr gerne gemacht, weil ich auch, ähnlich wie Herr Kubicki, eine große Sympathie habe für Sozialdemokraten. Oder ich hatte sie zumindest.
Ich muss sagen zu Martin Schulz mal ganz kurz. Also wenn ich ein Programm spielen würde, ein Theaterstück rausbringen würde und würde nur negative Kritiken bekommen, dann würde natürlich ich mich selbst absetzen. Und zwar schnellstens. Ich verlange, dass dieser Schauspieler Schulz es auch tut. Okay, dachte, du willst jetzt auf was anderes hinaus im Sinne von... Im Sinne von, es gibt auch tatsächlich, haben wir vorhin nur kurz gestreift, so eine mediale Verantwortung. Also so wie es am Anfang diesen unfassbaren Hype gab, von dem, glaube ich, auch Martin Schulz irgendwann dachte, ist mir unheimlich. Das kann dem nicht gefallen haben. Das ist eigentlich ein sehr bescheidener, anständiger Mensch. Das ist keiner, der gefeiert werden möchte mit 100% Ergebnissen und so weiter. Das kann dem nicht gefallen haben. Und genauso dreht sich dann aber die Spirale natürlich auch in die andere Richtung. Wenn es nach unten geht, geht es nach unten. Gnadenlos. Ja, stimmt. Naja, klar. Also ich glaube, da ist ja gestartet wie eine Rakete, aber eben genauso schnell verglüht wie damals Steinbrück. Das ist ja fast eine Parallele. Und wenn man sieht, was für eine Strecke die Merkel da hingelegt hat, Schröder, Steinmeier, Steinbrück, Schulz und so. Also, ja, ja. Und aus der eigenen Partei ja auch viele weggebissen, die hätten vielleicht ihr gefährlich werden können. Ja, natürlich, klar. Wir sind dann alle abgewandert in Steuerberaterbüros oder in... Aufsichtsräte. Also sie hat da auch schon eine Politik gemacht, die die CDU eigentlich personell ärmer gemacht hat. Ja, auf der anderen Seite sind schwierige Zeiten, finde ich immer. Und wenn man so im Ausland unterwegs ist, dann merkt man immer am Wochenende in den USA und habe dort diese Wahlen mitgekriegt, da merkst du, der Blick von draußen auf Deutschland ist ein anderer. Der Blick von draußen ist, das ist ein Hort von Stabilität. Da gibt es besonnene Leute, die keine überhasteten, dummen Sachen machen, die nicht sagen, wir werden Nordkorea kurz und klein bomben und nicht irgendwelche Sportstars Hurensöhne schimpfen und so weiter. Also das ist etwas, was uns auszeichnet. Das ist ein großes Qualitätsmerkmal. Dieses Deutschland. Sie hat ja schon auch sehr verloren mit dieser Wahl und ist sehr attackiert worden. Aber ihre Reputation international ist, glaube ich, unbeschritten. Ja. Ich glaube übrigens, dass trotz der Niederlage, die sie gerade eingesteckt hat, dass die Situation ihr wie gelegen kommt. Weil wenn es so unübersichtlich ist und man so viele Brücken bauen muss, dann ist sie eigentlich die perfekte Kandidatin, das zu tun. Sie ist ja sowas wie eine Ehetherapeutin des Politischen. Also sie schafft es ja auch mit den Putins und Erdogans, die miteinander nicht. Und sie bringt da Wege zustande. Deswegen glaube ich, dass, also wenn jemand Jamaika hinkriegen kann, dann Angela Merkel. Ja. Mit Putin und Erdogan kann sie ja nun nicht so gut. Also ob sie da die perfekte Brückenbauerin ist. Bei allem Lob, was Sie jetzt aussprechen, und die Zeiten sind in der Tat ernst, aber es ist doch, ich werde folgenden Eindruck nicht los, es wird die schwächste Regierung von Angela Merkel sein, die sie jemals hatte. Es ist unsicher, ob diese Regierung überhaupt 4 Jahre hält. Und deswegen habe ich echt den Eindruck, die Begeisterung, jetzt mit ihr in eine Regierung zu gehen, hält sich bei allen Parteien in Grenzen. Also fragen wir doch mal den, der dass Frau Kipping schon weiß, dass es die schwächste Regierung wird, die Deutschland je erlebt hat. Die gibt es noch gar nicht. Aber unabhängig davon... Gehen Sie davon aus, wenn es zu einer Vereinbarung kommt, dann in dem Willen aller Partner, die auch wirklich durchzuhalten, alles andere würde keinen Sinn machen. Deutschland ist ein wirklich tolles Land und von außen betrachtet sind unheimlich viele Leute neidisch auf dieses Land. Und ich möchte, dass das so bleibt. Nicht, dass wir den Eindruck erwecken, bei uns ist es wie in Portugal, Frankreich oder Griechenland, dass alle 14 Tage neu gewählt wird. Herr Kubicki, lassen Sie uns mal konkret machen. Wie wird das denn jetzt laufen? Sie wissen ja, mit wem Sie da sozusagen in Zukunft spielen müssen. Ich muss einen Moment noch loswerden wegen der 100%. Christian Lindner ist gestern mit 100% zum Fraktionsvorsitzenden geworden. Kein gutes Omen. Aber das war sein Satz. Ich befürchte, das ist kein gutes Omen. Ja. Nein. Dann haben gesagt, du hättest dich doch enthalten können, dann wären es keine 100%. Aber jetzt Scherz beiseite. Wie wird es weitergehen? Es wird so sein, dass zunächst einmal versucht wird, also unter Sondierungen eine Atmosphäre zu schaffen, in der man das Gefühl haben kann, es lohnt sich, miteinander zu verhandeln. Es wird Gespräche geben unter 4 Augen zwischen wahrscheinlich Merkel, Lindner und oder unter 6 Augen mit den Grünen, Özdemir und Göring-Eckardt. Ja. Dann werden kleine Gruppen gebildet. Sie haben Seehofer jetzt vergessen. Ja, der nimmt ja auch teil. Aber das wissen wir noch gar nicht, weil ja heute... Oder kommt Söder? Gehen Sie von Söder aus? Er hat ja heute ziemlich deutlich gemacht, dass sich in der CSU was ändern muss. Ich fand es bemerkenswert, dass er gesagt hat, wir müssen uns zur Landtagswahl neu aufstellen. Ich sage Ihnen ganz voraus, es wird eine große Rolle spielen, Herr von Guttenberg, von uns zu Guttenberg. Den wird er holen, um die Landtagswahl zu gewinnen. Ja, wo wollte ich sagen, bei den Verhandlungen momentan spielt er noch keine große Rolle. Nee. Aber unabhängig davon, also nach den Sondierungsgesprächen wird man feststellen, es macht Sinn, miteinander zu reden, weil die handelnden Personen das Gefühl haben, wir können das versuchen. Es kommt zu einem Ergebnis, das auch positiv
wird. Mhm. Und dann gibt es Verhandlungsgruppen in verschiedenen Bereichen. Diese Verhandlungen werden definitiv länger dauern als in Schleswig-Holstein. Wir haben Bilder ausgegraben, Herr Kubicki, auf denen zu sehen ist, wie sehr Sie sich auch schon nahe sind eigentlich. Schauen wir hier. Wer mit wem? Ja, warten Sie, passen Sie mal auf. Ich nicht, aber jetzt, ich habe mich schon vorbereitet. Bin... Meine Hand küsst du auch? Nein. Hallo. Ich bin zwar für die Ehe für alle, aber so weit geht's nicht. So weit geht's dann doch nicht. Ciao. So. Also, das Bemerkenswerte, Herr Lanz, an dieser Szene ist nicht, dass ich Frau Göring keinen Handkuss gebe. Ich bin ja höflich, das mache ich häufiger. Das Entscheidende ist, dass sie das angenommen hat. Für eine grüne, emanzipierte Frau ist das, aus dem, was sie alles weiß, ist das die größte Zurückweisung, die man haben kann. Und deshalb fand ich der Handkuss jetzt wieder eingeführt mit Jamaika, oder? Das ist keine Bedingung der Schreiben FDP. Sie jetzt den Knicke um, also, ja? Muss man jetzt in der Tanzschule das lernen? Ich habe mit mehreren grünen Frauen schon diskutiert, die sich das verbeten haben, dass ich ihnen die Tür aufmache, weil sie emanzipiert seien. Und beim Rausgehen habe ich es dann nicht gemacht, dann standen sie vor verschlossener Tür. Ist auch in Ordnung? Also, ich will das nicht unterschreiben, ja? Aber entscheidende Frage ist immer, waren die Frauen drin oder draußen? Ja, aber die emanzipierte Frau hat doch einen Schlüssel in der Handtasche, oder? Ja, aber die Tür klemmte, es ging nicht um das Schloss. Also insofern, das ist typisch liegt. Immer das falsche Denken und das richtige Vorschlag. Aber ich will das mal kurz zu Ende bringen. Ich glaube, er hat Kompliment, ne? Das richtige Vorschlagen. Ja, aber es ist aus Versehen rausgerutscht. Nein, ich wollte Ihnen doch auch noch was Nettes sagen heute Abend. ich will das nur kurz zu Ende bringen. An der Szene können übrigens, Sie aber... Sie dürfen mir die Türe aufhalten beim Rausgehen, wenn ich Ihnen dann die Treppe hochhalten darf. Ich würde sie hier raustragen, wenn Sie das möchten. Was mit Handkuss? Teile diese Einschätzung überhaupt nicht. Ich glaube, das emanzipiert die Frauen sehr wohl damit umgehen. Dass sich die Wechselwähler zwischen uns in Grenzen halten, können wir da etwas lockerer genau. Darüber machen. Kurz trotzdem noch zu Ende führen, was an der Szene wirklich bemerkenswert ist. Ja. Das Erste ist, ich habe die Bahn das erste Mal wirklich schlagfertig und lustig erlebt. Also lustig. Und entspannt. Und ich bin ja ohnehin immer ein sehr entspannter Typ. Die Tatsache deutet darauf hin, dass die Grünen sich mit dem Gedanken schon vertraut gemacht haben, dass es auch bei Verhandlungen was werden kann, weil sie es auch wollen. Und das wird jetzt gesendet, ne? Ja. Die wollen das am meisten. Die Grünen wollen das. Die wollen das am meisten. Ja. Ist das auch Ihre Einschätzung? Die CSU will es am wenigsten. Das ist auch meine Einschätzung. Ich glaube, die Grünen wollen es unbedingt. Und daran ist jetzt auch nichts Falsches, das zu wollen, das sagen Sie ja auch. Ja. Ich meine, das ist eben die Verantwortung. Dieser Staat muss regiert werden und er muss stabil regiert werden. Und tatsächlich guckt nicht nur ganz Europa auf uns, sondern auch andere Teile der Welt. Die Welt. Wir sind ein Stabilitätsanker international. Ja. Und das ist eine größere Verantwortung, als eine Partei zu führen. Davon bin ich einfach überzeugt. Und ich finde, deswegen kann man den Grünen jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie diese Verantwortung auf sich nehmen. Ich finde, ehrlich gesagt, jeder Politiker muss doch auch einen Willen zur Macht haben, sonst tust du dir das doch nicht an. Ich habe wirklich großen Respekt vor, auch vor Menschen wie Ihnen beiden, die sich monatelang an solchen Wahnsinn geben und sich da durch diese Schleuder da treiben lassen, um am Ende dann vollkommen erschöpft dann irgendwann hier zu sitzen, so gut auszusehen dabei. Das schaffen nur Sie. Vielen Dank für die Blumen. Ich glaube, wir müssen 50% davon an die großartigen Frauen in der Maske weitergeben, weil die haben gute Arbeit geleistet. Ja? Wirklich ernsthaft. Ich war in der Maske. Aber Herr Kubicki, mal ganz kurz inhaltlich gesprochen. Aus der CSU höre ich, ohne Obergrenze wird es mit uns keinen Koalitionsvertrag geben. Gibt es mit Ihnen eine Obergrenze? Wir müssen darüber gar nicht diskutieren, weil Sie für die Einführung einer Obergrenze eine Zweidrittelmehrheit haben zur Verfassungsänderung. Und die wird es nicht geben. Und ich finde es mittlerweile auch nervend von der CSU, dauernd mit Bedingungen zu kommen, die Verhandlungen eigentlich unmöglich machen. Wir gucken uns an, was passieren wird, aber eine Flüchtlingsobergrenze ist weder rechtlich darstellbar noch humanitär darstellbar. Ich halte das für verantwortungslos, zu sagen, 200.000 dürfen kommen, der 200.000 Erste, der darf dann im Mittelmeer weiterschwimmen. Ich finde das wirklich auch menschlich unverantwortlich. Wir werden Lösungen finden, den Zuzug nach Deutschland sozusagen zu kanalisieren, indem wir ein Einwanderungsgesetz schaffen, was wir eigentlich seit 1996 schon wollten. Und die CDU hat sich immer dagegen gewehrt. Sodass wir Menschen auch eine Bleibeperspektive geben können, wenn sie integriert haben, sodass sie nach Kriegsende nicht wieder zurück müssen. Dass wir Menschen erklären können, wenn ihr Bedingungen erfüllt, könnt ihr legal zu uns kommen. Das nimmt den Druck aus dem Kessel. Weil Leute wissen, wenn es im ersten Jahr nicht klappt, vielleicht im zweiten, dritten, das nimmt den Druck aus dem Kessel. Darauf kommt es doch an, den Menschen die Perspektive zu geben. Sie wollen das steuern sozusagen. Die müssen das steuern, was denn sonst? So.
Was sind die kritischen Punkte? Was noch? Was mit der Energiewende zum Beispiel? Deutschland hat sich verpflichtet, die Klimaziele 2015 zu erreichen. Daran werden wir mitwirken. Nicht so, wie die Grünen sich das momentan vorstellen, sondern technologie- und wettbewerbsneutral. Was ist mit Autos, die ab 2030 Busse einfach alles nur noch elektrisch fahren? Das werden wir schon technisch gar nicht schaffen. Insofern ist mir jetzt völlig wurscht, was die Grünen da fordern. Wir werden vernünftige Lösungen finden. Übrigens, dieses Thema haben wir in Schleswig-Holstein auch bereits mit den Grünen abgehandelt. Logischerweise müssen wir aus der CO2-Verbrennung herauskommen, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen. Aber momentan müssen wir für jedes Windkraftanlage, die installiert wird, eine weitere Braunkohle- oder Steinkohlebasierte Einheit hinten dran setzen, weil nicht sichergestellt ist, dass die Anlagen dauerhaft funktionieren und wir noch nicht speichern können. Also es gibt für alles vernünftige Regelungen. Wenn man mal von seinem hohen Podest runterkommt, gibt es vernünftige Regelungen. Ich glaube, auch mit den Grünen auf Bundesebene kann es in vielen Bereichen gelingen. Meine Fantasie, wissen Sie, ist ja grenzenlos. Und meine Hoffnung auf vernünftige Lösungen ist noch größer. Das, aber auch Sie schätzen das offenbar so ein, dass die CSU im Zweifel... Das Problem sind weniger die Programme. Das Problem ist, haben Sie Vertrauen zu den handelnden Personen? Haben Sie Vertrauen darin, dass niemand versucht, Sie hinter die Fichte zu führen? Dass niemand versucht, Sie zu linken? Dass niemand versucht, Ihnen Ihr Gesicht zu nehmen? Wenn Sie sich darauf verständigen können, dass man akzeptiert, dass die unterschiedlichen Parteien auch in der Koalition unterschiedliche Parteien bleiben, mit unterschiedlichen Forderungen, dass man, wenn Sie akzeptieren, dass es zunächst einmal ein Vertrag für 4 Jahre ist, dann ist der erste Schritt getan. Was mich am meisten nervt, sind Menschen, die mir erklären, wenn ich eine andere Meinung habe als Sie, sei ich ein unmoralischer Mensch. Ich akzeptiere jede andere Meinung, denke darüber nach. Es muss nicht meine eigene werden. Aber zu sagen, es darf keine andere Meinung geben als meine, das ist des Teufels. Das ist das Schlimmste, was ich in der Politik machen kann. Klassische liberale Position. Glauben Sie, dass es so einfach wird, Frau Kipping? Nein, einfach wird es nicht so. Aber es ist vorstellbar, dass alle Konfliktpunkte, die Sie jetzt angesprochen haben, womöglich irgendwie gelöst werden. Ich glaube ja, es wird am Ende auf dem Rücken der Grünen Partei ausgetragen, aber gut. Aber selbst wenn da alle, mein Problem beginnt woanders, nämlich bei den Problemen, wo keine der drei Parteien irgendwie als Vorreiter vorangeht und sagt, da müssen wir jetzt eine Lösung finden. Also das Thema drohende Altersarmut, das Problem akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum, nicht nur in Hamburg, auch inzwischen in kleinen Städten, in Unistädten, als ein Punkt. Und da habe ich jetzt mal gesagt, bei allen... Zu einer Demokratie gehören unterschiedliche Positionen, ja, genauso wie aber es gehören auch unterschiedliche Prioritätensetzungen dazu. Und was man schon sieht, wenn man ihre Programme anschaut, dass da keine Partei gibt, die seine Hauptaufgabe für die nächsten Jahre ist es, dafür zu sorgen, dass in diesem Land niemand von Armut bedroht wird. Das ist erstens eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und auch ganz wichtig, um sozusagen den Rechten den Nährboden zu entziehen. Und da sehe ich die große Schwäche von Jamaika, dass sie in diese sozialen Fragen keine Kraft mit Entschiedenheit herangehen wird. Und das heißt, es wird viel offen bleiben. Lass mich mal überraschen. Dieter. Ich möchte dazu mal was sagen. Alle Parteien haben ja mal groß in ihrer Wortwahl soziale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Ich meine, ein Schluck Wasser ist für einen Ertrinkenden zu viel und für einen Verdursten zu wenig. Ich glaube, wir müssen dieses Gerechtigkeit auswerten und müssen sagen, es geht eigentlich um Chancengleichheit. Und zwar von Anfang an, vom Kindergarten aus an, muss es eine Chancengleichheit geben. Dann wird auch daraus Gerechtigkeit entstehen. Also das ist ein spannender Punkt. Wir sind ja gar nicht weit auseinander. Ja, also ich bin auch dafür, dass jedes Kind das Recht auf einen guten Start ins Leben hat. Ne? Und das heißt aber schon, von der Geburt an bekommen Kinder unterschiedliches Kapital von ihren Eltern mit auf dem Weg. Bei den einen steht zu Hause die Bibliothek, die lernen schon vor der Schule irgendwie, dass Bücher zum Alltag gehören. Bei anderen Kindern ist das halt nicht so der Fall. Und ich würde mal sagen, Aufgabe von Kitas, von Schulen ist es, genau diese unterschiedlichen Kapitale auch auszugleichen, weil kein Kind kann es sich ja aussuchen, in welchem Haushalt es aufwächst. Und wenn wir über Chancengerechtigkeit reden, möchte ich nicht nur über den Begriff reden, weil wissen Sie, auch bei einer Lotterie haben rein theoretisch alle die gleiche Chance, die 1 Million zu gewinnen. Es ist nur blöd, wenn irgendwie bloß eine Person das gewinnt. Und ich möchte ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit, nämlich, dass wir sicherstellen, dass kein Kind in diesem Land in Armut leben muss. Ja, das sind ja große Worte. Aber wenn Sie immer so daherkommen in Ihrer Partei und sagen, ja, wenn Sie nie das Gute sehen, sondern immer nur den Dreck auf dem Boden suchen, dann enden Sie irgendwann mit krummem Rücken. Ja, Herr Haller.
Lass uns, ist heute nicht unser Thema, soziale... Nee, ja, aber Wortspiele sind schön, das können Sie auch, das ist ja Ihr Beruf, das stehe ich Ihnen ohne sozusagen einfach mal zu. Aber es gibt halt auch einfach Menschen, die ihren Rücken krumm machen müssen. Und dann kann man sagen, das ist jetzt nicht so entertaining, das lässt sich nicht so witzig verpacken, wenn Leute irgendwie, um einen Lebensabend zu haben, noch Flaschen sammeln müssen. Aber gehen Sie einfach auf den Bahnhof hier in Hamburg oder sonst wo und sehen die Leute, ja, die in den Müllcontainern sammeln müssen. Nein, die gibt es aber auch und die können sich keine Lobbyisten leisten. Und das stimmt, aber Sie tun so, als sei das insgesamt die Gesellschaft. Nein, aber es gibt einen Teil, wo sozusagen sonst niemand den Scheinwerfer drauf richtet. Und wir sagen, darum muss ich auch Politik kümmern. Haben Sie doch mal großes Vertrauen, dass wir uns um diese Fragestellung auch kümmern, und zwar besser als Sie. Es hat ja in der Vergangenheit super funktioniert, dass Sie in der Regierung waren. Es sind ja die Armutszahlen nicht nach unten gegangen. Wir waren in den letzten 19 Jahren nur 4 Jahre in der Regierung. Ja, eben in den 4 Jahren sind die Armutszahlen nicht geringer geworden. Und 15 Jahre haben Sozialdemokraten regiert. Und das wäre wahrscheinlich mit Ihnen und den Grünen gemeinsam nicht besser geworden. Denn die haben ja zwischen 1998 und 2005 auch regiert. Ein Satz stimmt bei Ihnen, die Kritik an Sozialdemokraten. So, ja, gut. Also. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wo ist das denn besser geworden, wo Sie regieren? Ist das in Brandenburg besser geworden? Ist es in Thüringen besser geworden? In Brandenburg kümmert sich die Ministerin sehr. Das ist schön. Sie geht da hin und sagt, guten Tag, aber die Lage ist noch nicht verbessert worden. Nein, da hat man sehr wohl was erreicht. Aber... Das stimmt einfach nicht. Also in Berlin hat man es über viele Monate hinweg überhaupt nicht geschafft, die Geflüchteten raus aus den Massenunterkünften zu bekommen. Es kommt eine linke Sozialsenatorin und innerhalb weniger Monate sagen, gibt es die Möglichkeit, dass alle in irgendwie eigene 4 Wände unterkommen. Da haben wir sehr wohl den Unterschied gemacht. In Brandenburg hat die Linke sich klar dafür eingesetzt, dass es Schulungsfälle gibt. Eingesperrt. Ist ja ein bisschen eine andere Situation strukturell, wie viele es in Berlin gab und wie viele in Schleswig-Holstein. Ein Stück nach vorne zu gucken, als zurückzukommen. Aber ich merke gerade, deswegen ist gerade interessant, irgendwie, wie das hat offenbar alles mehr Nerven gekostet, als man sich das so vorstellen kann. Das merkt man genau in so einem Moment. Mhm. Lass uns noch einmal kurz nach vorne gucken. Frage an Sie beide. Bayern hat die beste Integrationsleistung erbracht. Also, Prognose, wird das funktionieren mit Jamaika? Wird das kommen? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist am größten, dass wir Jamaika wirklich bekommen. Mhm. Es gibt heute eine ganz aktuelle Entwicklung, die das vielleicht befördert, ohne dass die Akteure es wissen. Herr Macron hat heute eine wichtige europapolitische Rede gehalten. Er hat von der Neugründung Europas gesprochen. Da denkt man, das ist irgendeine Rede, aber er meint das sehr, sehr ernst und macht Deutschland ein offenes Angebot, gemeinsame Armee, gemeinsamer Geheimdienst, gemeinsamer Grenzschutz in Südeuropa und eine gemeinsame EU-Asylbehörde, sodass jeder Asylsuchende in Europa seinen Antrag stellt und mit zu gleichen Maßstäben. Das würde in Deutschland manches von den innerpolitischen Druck... Und viel von dem Druck wegnehmen. Ja. Ne? Das ist eine große Vision. Wenn das kommt und man sich darauf einlässt, dann ist eine der größten Bausteine, die haben in der Jamaika-Koalition eben, wie gehen wir mit der Migrationsfrage um, wie kriegen wir die CSU an Bord, die ließe sich über Europa so regeln. Deswegen, ich glaube, es wird kommen. Und eben muss an Christian Krug die Frage stellen, weil wir auch damit begonnen haben, dass Sie damals diesen Scoop gelandet haben, als Sigmar Gabriel sagte, ich verzichte darauf. Was wird jetzt aus Sigmar Gabriel? Der hat sich noch gar nicht geäußert. Ist wahnsinnig zurückhaltend. Er ist wahnsinnig zurückhaltend. Und wenn man die Bilder auch sah, kurz nach 18 Uhr war er sehr weit abgedrängt oder er hat sich sehr weit abseits gestellt. Beides ist möglich. Er scheint keine besondere Rolle mehr einzunehmen oder einnehmen zu wollen. Das zeichnet sich im Moment, glaube ich, ab. Aber noch mal zurückzukommen auf die, ob es gelingt, Jamaika. Ich glaube tatsächlich, es liegt an der CSU. Der Schlüssel liegt jetzt eigentlich in Bayern oder bei den Akteuren. Wenn die sich nicht zusammenraufen, dann tragen sie auch die Verantwortung dafür, dass es nicht gelingt und dass dieses Land in einem Chaos enden kann. Schwierige Voraussetzungen. Und ganz zum Schluss die Frage noch mal an Wolfgang Kubicki. Werden Sie jetzt Finanzminister oder nicht? Streben Sie das an? Nein. Posten würde ich später sprechen. Das heißt, Sie haben mich beim letzten Mal angelogen, oder? Ich habe versucht, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir hören mal kurz rein. Nein, wenn ich mich bewerbe, bewerbe ich mich für das Finanzministerium. Sie wollen Finanzminister werden? Unbedingt. Aber warum Finanzminister? Ja, neben der Kanzlerin wäre das die bedeutendste Funktion, die man haben kann. Man verwaltet das Geld, kann es im Zweifel auch gut ausgeben. Ja. Und man kann den Menschen ein bisschen was zurückgeben. Also die Union redet ja nur dauernd davon, sie will den Menschen was zurückgeben, tut es aber nicht nach der Wahl. Ja. Und es wird an der Zeit, dass es mal jemand macht. Herr Höwald, Finanzminister macht, meinen Sie.
Ja. Also ich kann mit Geld gut umgehen, würde meine Frau sagen, weil ich sehr sparsam bin. Aber gleichzeitig habe ich ein großes Herz für die Menschen, die das erwirtschaften. Und ich finde wirklich, dass es langsam an der Zeit ist, nicht mehr darüber zu reden, wie viel Steuereinnahmen wir haben, sondern die Menschen, die das erarbeiten, auch einen Teil davon wieder zurückgeben. Das heißt, Sie finden, Wolfgang Schäuble kann das eigentlich nicht? Wolfgang Schäuble kann das auch, aber er ist nicht so dynamisch wie ich. Aber Sie können es besser. Also, in diesem Sinne, danke Ihnen vielen ganz, ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen gute Nerven, Frau Kipping, für die nächsten Monate. Sie sind mit der AfD in der Opposition. So wahrscheinlich wird es aussehen. Und Sigmar Gabel hat dieser Tage schon mal darauf hingewiesen, nicht alle. Muss man auch immer vorsichtig sein, aber da werden Menschen plötzlich auch am Rednerpult stehen, die ganz klar sehr weit draußen rechts unterwegs sind, die rechtsextrem sind, die rechtsradikal sind. Was geht dir durch den Kopf, Dieter, wenn du das hörst? Dein Großvater Hans, ich lese das gerade hier nochmal ab, 38 in der Pogromnacht, hat die Synagoge in Wörlitz vor einem Brandanschlag durch SS-Leute gerettet oder davor bewahrt. Das heißt, was geht dir durch den Kopf, wenn du so eine Entwicklung mitkriegst? Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich mich selbst schäme, obwohl ich das nur nicht gewählt habe, die Partei nicht gegründet habe, damit nichts am Hut habe. Aber ich finde es erstaunlich, dass so viele Leute, gerade auch in den, was wir immer noch neue deutsche Bundesländer nennen, diese Partei gewählt haben. Und ich kann es mir nur so erklären, dass es da eben viele Leute gibt, die von einer Diktatur in die andere reingelebt worden sind. Und dass dort eben das kleine Pflänzchen Freiheit und Liberalität es sehr schwer hat, wenn von beiden Rändern Dinge das Wachstum behindern. Aber ich will noch mal was anderes sagen zu all dem, was wir. Erstmal will ich sagen, dass es mir unangenehm ist, dass ich hier die Politikrunde letzten Endes aufhalte. Aber es wird ja auf allen Kanälen so viel über Politik geredet, dass ich vielleicht eine kleine. Wir denken uns ja was dabei, ja? Ja, nein, alles gut. Ich will nur sagen, was mich. Soweit kommt es doch, dass ich Dieter Haller vorhin für Anwesenheit entschuldigen muss. Es gibt ja. In 4 Jahren oder früher, aber in 4 Jahren wieder eine Bundestagswahl. Und ich fordere die Politiker auf, werbt für eure Programme auf Rathausmärkten, in Rathaussälen, in allen möglichen Hallen, in allen möglichen Medien, in Zeitungen, in Interviews. Aber erspart uns bitte, dass die ganze Bundesrepublik mit euren Werbeplakaten zugemüllt wird. Es ist... Diese Simplifizierung eines Parteiprogramms auf einen einzigen Slogan, der so einfältig daherkommt, dass man als Wähler natürlich denkt, für wie dämlich haltet ihr uns eigentlich? Das ist wirklich unerträglich. Und ich würde sagen, macht als erstes ein Gesetz, dass Politikern und Parteien verboten ist, in dieser Art für sich zu werben. Bitte. Also keine Gesichter mehr, ja? Ja. Weil so, manchmal... Was ist die nächste Frage? Ja, das ist... Aber das ist zweischneidig, weil in der Tat, man wünscht sich ja, es ist ja viel Arbeit, die aufzuhängen. Das Schlimme ist vor allem, die hinterher abzuhängen. Ja. Das Problem ist nur, wenn du in einem Stadtteil, einem Dorf gar nichts aufhängst, gibt es dann wieder, ach, ihr fühlt euch wohl jetzt zu fein, euch hier zu zeigen und so weiter. Ihr interessiert euch nicht. Nee, ich will es, was an Rückmeldungen gibt. Das ist aber nämlich wenn alle nicht mehr da sind. Abstrakt sind immer alle dafür, möglichst keine Plakate aufzuhängen, einschließlich der Leute, die es aufhängen müssen. Das ist nämlich ein Knochenjob. Wenn Herr Kubicki aber Finanzminister ist, rückt er die Kohle dafür einfach nicht mehr raus und die Sache hat sich. Ja, dann ist das, oder? So machen wir das. Ja, ist gut. Von Großspendern. Ja, man muss ja zum Schluss auch noch ausführen, es ist ja auf unsere Kosten. Der Wähler bezahlt das ja letzten Endes. So. Also ich finde, es treibt manchmal so unfreiwillig komische Früchte. Also wenn du siehst, dass Angela Merkel wird gigantomanisch groß gezeigt. Und ich denke mal, ist das zur Erinnerung, das wie sie aussieht? Also gibt es Leute in diesem Land, die nicht wissen, wie Angela Merkel aussieht? Ich habe diese Großplakate an der Autobahn auch gesehen. Das sah aus wie Kim Jong-un aus Nordkorea. Ja. Gut, viel Spaß in der Koalitionsverhandlung. So, mein Großvater ist nicht, um jetzt mal wieder ernst zu werden, Dieter. Mein Großvater ist nicht mit den Nazis umgegangen, sondern die Nazis mit ihm. Was ist deinem Großvater passiert? Er ist direkt, er war ja Gartenarchitekt, Rektor der Wörlitzer Parkanlagen und ist, nachdem er das Abbrennen der Synagoge verhindert hatte, sehr mutig und allein gegen mehrere, die sich in der Kirche befanden und bereits mit Sägespänen und Benzinspur dabei waren, die Synagoge in Brand zu stecken, ist er sofort am nächsten Tag entlassen worden. Nein, es war nicht am nächsten Tag, es war, wie es zu mir passt, zum 1. April. Und
Ich habe, ich bin nicht stolz, Deutscher zu sein, aber ich bin sehr stolz auf meine Vorfahren. Und das reicht mir eigentlich auch. Der Großvater hat unheimlich viel Rückgrat bewiesen. Und das versuche ich mit meinen kleinen Möglichkeiten auch. Ja, du hast das auch mehrfach gemacht, ne? Dich auch mit großen Fernsehsendern angelegt und bist stattdessen auch quasi in die Opposition gegangen. Müssen wir jetzt auch alles nicht im Einzelnen vertiefen. Vieles davon nachzulesen in einem, ich habe das vorhin schon gesagt, ein schönes Buch, das euch da gelungen ist, weil da ein ganz anderer Dieter Hallervorden beschrieben wird. Einer, der sich auf eine Art und Weise öffnet, wie ich das nicht für möglich gehalten hätte. Es gibt so einen Satz von dir, ich bin privat ein sehr scheuer Mensch. Wie schwer ist dir das gefallen, so aufzumachen und warum hast du es gemacht? Also, wenn das Buch dir gefällt, wir sagen doch du, nicht? Ja. Ja. Wenn das Buch dir gefällt, dann ist es ein Verdienst von Tim Pröse, der es geschrieben hat. Ich kannte Tim Pröse längere Zeit, weil er ein großes Interview mit mir gemacht hat für den Fokus und hat sich als ein sehr sensibler, einfühlsamer Mann mir dargestellt. Und hat wirklich Seiten aufgedeckt, wo ich dachte, naja, wusste gar nicht, dass ich so bin, aber irgendwie stimmt es schon. Und ich habe dann auch geschafft, mich über etwa anderthalb Jahre, mich ihm sehr oft zu treffen und Interviews zu führen und mich eben dann doch, das ist ja so eine Art seelischer Striptease, doch ein bisschen weiter zu öffnen, als das sonst normalerweise meine Art ist. Und dabei sind anscheinend auch Dinge zutage getreten, über die ich mich dann selbst wundere, weil wenn man seziert, und zwar an sich selbst. Was passiert eigentlich? Warum sind diese Stimmungsschwankungen so enorm? Warum kann ich mich über Erfolge nicht freuen? Warum fällt es mir so schwer, Glück zu empfinden? Dann gehört dazu schon ein Gesprächspartner, der sich in den anderen hineinversetzt. Und das ist ihm glücklicherweise wohl ganz gut gelungen. Warum ist das so? Ich habe vorhin diesen einen Satz zitiert. Mir kann es passieren, dass ich inmitten von Menschen, Vorstellung ist gerade beendet und dann der Applaus ist auch noch gar nicht wirklich verklungen und ich stehe da oben und ich bin der einsamste Mensch auf dieser Welt und ich kann mich nicht freuen. Im Gegenteil, ich bin eher tief traurig. Naja, das ist nur vielleicht ein bisschen übertrieben, der einsamste Mensch auf der Welt. Aber es ist natürlich schon so, dass ich mir immer sage, okay, ich habe jetzt wie beim Bergsteigen diesen Gipfel so weit erklommen, das nächste Ziel kann ja nur höher liegen. Und schaffe ich es höher noch? Habe ich den Atem? Habe ich das Durchhaltevermögen? Habe ich die richtigen Ideen, wie ich denn an einen höheren Punkt gelangen kann? Sind die Herausforderungen immer größer und ich meine, ich habe jetzt als letztes im Berliner Schlossparktheater von Gerhard Hauptmann vor Sonnenuntergang gespielt, die Hauptrolle. Und das ist eine ganz große Herausforderung, weil es wirklich über himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, bis zum Selbstmord geht. Und das darzustellen und spielen zu dürfen vor einem Publikum, das natürlich eigentlich noch mit einer Didi-Erwartungshaltung reingeht, das ist schon eine große Herausforderung. Und da muss man sehr viel Mut haben und sehr viel Rückgrat. Und ich bin jemand, wie gesagt, bin eher schüchtern, bin zurückhaltend und es kostet mich selbst eine große Überwindung zu sagen, ich lege mir die Messlatte jetzt so hoch, aber ich darf auf keinen Fall drunter durchlaufen. Und das macht mich manchmal wahnsinnig. Ist das der Grund, warum du dich sehr früh schon so weit zurückgezogen hast, nach Frankreich, auf eine einsame Insel, wo nichts ist im Grunde außer dein Zuhause, dein Schloss? Nein, das hatte eigentlich einen anderen Grund. Ich wollte einfach so mal die Batterien aufladen. Ich bin jemand, der Wassersportler ist. Ich segle gerne, ich surfe gerne, ich laufe auch noch Wasserski. Ich buddle gerne mit meinen Händen in der Erde. Das ist das, was mich am meisten irgendwie ablenkt von beruflichen Problemen. Mhm. Außerdem übersetze ich sehr viele Theaterstücke aus dem Französischen ins Deutsche. Und das kann ich natürlich besser tun, weil ich eine große Verbindung zur Natur habe. Kann ich besser tun in der Abgeschiedenheit als in so einer randalierenden Großstadt. Mhm. Ich habe in diesem Buch wirklich sehr, sehr viel gelesen und ich kenne auch weite Teile deiner Autobiografie, die vor ungefähr 10 Jahren erschienen ist. Vor zwölf Jahren, ne? Genau. Und ich hatte das Gefühl, da hatte einer noch eine Rechnung offen. Da war noch was zu erzählen. Du wolltest Schluss machen mit Didi. Stimmt das? Naja, gut. Das wollte ich ja seit Jahrzehnten. Bloß es ist eben sehr schwer, wenn man sich freiwillig in eine Schublade begeben hat, daraus wieder rauszukrabbeln. Wer lässt einen? Da mussten die richtigen Drehbücher kommen und ich musste einfach das Rückgrat haben, zu sagen, ich sage so lange Dinge ab, die letztens den Didi von mir verlangen, bis was anderes kommt. Mhm. Und dann kam eben glücklicherweise durch Kilian Riethoff und den Herrn Schönfelder von der Produktion das Angebot Sein letztes Rennen, wo ich eben den Charakterdarsteller verkörpern durfte. Und vor allen Dingen ist es mir deswegen leicht gefallen, weil diese Rolle
ist Dieter Hallervorden, der Paul Averhoff. Jemand, der wirklich ein Ziel hat und sagt, ich lasse mich davon nicht abbringen und ich behalte den langen Atem, dieses Ziel wirklich zu erreichen. Das ist also symptomatisch für mich. Ich sage immer, mein Motto ist quasi, mindestens einmal mehr aufstehen als hinfallen. Es ist mir natürlich klar, dass es am Lebensende mir nicht mehr gelingen wird, aber bis dahin gilt es. Muss ich es versuchen. Für die wenigen, die das nicht kennen, ne, sein letztes Rennen geht um Paul, aber ob der in ein Altenheim gebracht wird und als er merkt, okay, jetzt bin ich im Altenheim, sagt, okay, jetzt laufe ich noch mal einen großen Marathon. Ja. Und das dann auch macht, obwohl alle sagen, du bist wahnsinnig, das wird dir niemals gelingen. Das ist ein wirklich sehr, sehr berührender Film. Nochmal zurück zu Didi, Dieter. Wie ist diese Figur entstanden? Wann kam das in dein Leben? Und welche Dynamik hat das dann angenommen? Es war im Prinzip purer Zufall und finanzielle Not. Ich hatte mein Domizil in Wühlmäuse einrichten zu können, einen selbstschuldnerischen Kredit von 250.000 Mark aufgenommen, 1965. Und das war damals wirklich weit mehr, als man heutzutage unter dem Kopfkissen liegen hat. Und ich musste das irgendwie abbezahlen. Und ich habe dann gemerkt, mit politischem Kabarett klappt das nicht. Ich muss was machen, was bundesweit im Fernsehen möglich ist. Und habe dann eben diese Didi-Figur erfunden mit Nonstop Nonsense. Es war eigentlich ein pures Zufallsprodukt. Wir wollten es eigentlich so Freitag, Samstag, Nacht spielen. Einfach, wenn man politisches Kabarett macht, dann muss man ja wirklich jeden Tag 5 verschiedene Zeitungen lesen. Man muss jeden Tag aktualisieren und so. Das war eigentlich so das Bequemliche, so wie Sie mit Ihrem Handguss. Nicht? Handguss ist ja auch so der Gipfel männlicher Bequemlichkeit. Und da habe ich versucht, einfach zu sagen, ich muss mich erstmal von diesem finanziellen Druck befreien. Und das war letztens Didi, der mir das Portemonnaie gefüllt hat. Und das gebe ich jetzt ja wieder zurück an die Zuschauer, indem ich das Berliner Schlossparktheater wieder eröffnet habe. Das war ja zu und das habe ich mit eigenem Geld restauriert. Und da habe ich noch einen anderen Marathon betrieben. Ich habe nämlich 1,5 Jahre daran gearbeitet, meinen Herzenswunsch zu erfüllen, dem Kabaretttheater Die Wühlmäuse wieder ein eigenes Ensemble zu geben. Wir spielen mit eigenem Ensemble mindestens 80 Mal im Jahr ein Programm, Verflogene Gesellschaft, ein Programm, was super Kritiken bekommen hat. Und das ist mein absoluter Herzenswunsch gewesen. Und ich bin so stolz auf das Ensemble, dass wir das mit so bombigen Kritiken jetzt erreicht haben. Deswegen erwähnen wir das hier auch sehr gerne. Dieter. Wir haben darüber gesprochen. Das eine war 2013 sein letztes Rennen, das andere war Honig im Kopf. Welche Rolle spielt der Film bei dieser Häutung, die wir da jetzt sehen? Also sein letztes Rennen ist der Film meines Lebens, also wenn man so groß sagen darf. Honig im Kopf ist überhaupt nur mit mir besetzt worden, weil Til Schweiger vorher sein letztes Rennen sehen konnte. Sonst hätte er mir das wahrscheinlich nie zugetraut. Auch da habe ich Vorsicht walten lassen. Bevor ich den Vertrag unterschrieb für ein Drehbuch, wo ich großes Potenzial sah, habe ich die Tochter von ihm kennenlernen wollen, um zu sehen, ist es eine Göre, mit der man glaubhaft spielen kann, dass wir uns mögen, und zwar über 2,5 Monate weg. Das darf nicht gespielt sein, das muss empfunden sein, das muss, damit es ehrlich rüberkommt. Nur dann funktioniert es. Das ist überhaupt die große Frage, wie viele Regisseure, die ursprünglich nur Redakteure waren oder vielleicht Kameraleute und dann Regie führen und von der Führung von Schauspielern sehr wenig verstehen, wie wenig davon überhaupt begreifen, wie wichtig ehrliche Gefühle im Film sind. Für mich ist das die Grundvoraussetzung, um in einem Film wirklich mitgehen zu können. Ich muss wirklich fest davon ausgehen können, dass das, was da gespielt wird, auch empfunden ist. Ja, das ist auch das, was man in diesen Filmen tatsächlich merkt. Da sind wir sozusagen wieder am Anfang. Ehrliche Gefühle, Herr Kubicki, darum geht es jetzt auch bei Ihnen demnächst in Koalitionsverhandlungen. Sie und Jürgen Trittin. Ich kenne keine unehrlichen Gefühle. Ja. Gibt es reichlich. Unehrliche Gefühle? Es gibt unehrliche Menschen, aber unehrliche Gefühle gibt es, glaube ich, nicht. Gut. Also, Dann lass uns. Das war ein toller Abend, dass Sie die Haller vorhin mal sprachlos gemacht haben. Es heißt ja immer, Politik verdirbt den Charakter, aber ich glaube, es ist umgekehrt. Nein, aber man muss sich in irgendeiner Art und Weise zugetan sein. Ne? Das war sozusagen der letzte Gedanke, der hier fiel. Ja. Und ich glaube, das ist auch in der Politik tatsächlich genauso wichtig, sonst wird das alles nicht funktionieren. Am Ende hängt es an handelnden Personen. Ich bedanke mich sehr herzlich für eine sehr lebhafte Diskussion und ein eindrucksvolles Buch, das uns Dieter Hallervorden mitgebracht hat. Bei dir, Dieter, vielen Dank für den Besuch in der Sendung. Bei Katja Kipping, die heute unser Gast war, vielen Dank. Alles Gute jetzt für das, was ansteht. Eine Menge Arbeit. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Wolfgang Kubicki, dem künftigen Finanzminister.
bedanke mich genauso herzlich bei Christian Krug, dem Chefredakteur des Stern. Vielen Dank für den Besuch. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich beim Verleger und Publizisten Wolfram Weimer, der heute unser Gast war. Jetzt die Kollegin von Heute Plus mit den neuesten Entwicklungen aus Berlin. Und wir sind dann morgen wieder für Sie da. Unter anderem dann zu Gast Thomas Oppermann. Bis dahin. Danke. Tschüss.